Das ist keine hindernde Regulierung. Das ist die Grundlage für Innovation und Wirtschaftswachstum, weil es Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher fördert. Hier geht es um die Fähigkeit der EU, sich als globale Akteurin und Standardsetzerin auf dem globalen Markt der Technologien zu positionieren. Das ist ein geostrategischer Imperativ. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist es auch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Freundinnen und Freunde hier im Saal, es gibt keine Datenökonomie ohne Datenschutz. Für uns muss klar sein, dass nichts am Internet der Dinge und nichts an dieser konkreten Regelung, an den schon vorhandenen Standards der DSGVO ändert oder verringert. Die persönlichen Daten bleiben persönliche Daten und die Regeln für den Umgang mit diesen bleibt weiterhin bestehen. Das Grundrecht auf den Schutz personenbezogener Daten verlangt hohe Standards und setzt hohe Standards. Und die haben wir hier auch erfolgreich und entschlossen verteidigt. Unser Datenschutzgrundrecht ist dabei nicht nur zur Abwehr da, sondern gibt auch Befähigung für unsere Bürgerinnen und Bürger, damit wir auf unsere eigenen Daten zugreifen und damit machen, was wir damit wollen. Mit dem Data Act gehen wir damit sogar ein Stück weiter als mit der Datenschutzverordnung, indem wir auch ein Zugriffsrecht auf die Daten direkt auf dem Internet of Things Geräten geben, die wir nutzen. Das ist keine hindernde Regulierung. Das ist die Grundlage für Innovation und Wirtschaftswachstum, weil es Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher fördert. Und hier geht es um was. Der Wert der Datenökonomie ist immens. Wichtig für mich ist, hier geht es nicht nur um Wirtschafts- und Innovationsförderung, hier geht es um die Fähigkeit der EU, sich als globale Akteurin und Standardsetzerin auf dem globalen Markt der Technologien zu positionieren. Das ist ein geostrategischer Imperativ. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist es auch.